Ich möchte noch ein Thema ansprechen, was man auch viel hört, und zwar Haager Landkriegsordnung. Danach hätten wir, wenn wir jetzt in einem Besatzungssystem sind, sind wir dann noch Kriegsgefangene? Haben wir da Ansprüche irgendwie aufgrund der Haager Landkriegsordnung? Weißt du da was von? Ja, wenn man sich auf die Haager Landkriegsordnung beruft von 1907, und wir haben ja die Staatsangehörigkeit und wir sind seit über 100 Jahren fremdbestimmt und es gibt keinen Friedensvertrag, und die Ansprüche, die man normalerweise aus einem Friedensvertrag hätte, die müsste man eigentlich jetzt irgendwie als Mensch oder als Einzelperson, wenn man so will, ersetzt bekommen. Und da haben sich auch schon, muss ich sagen, leider einige Betrüger auf den Weg gemacht und haben Menschen erklärt, dass sie ihre Ansprüche aus der Haager Landkriegsordnung, das betrifft natürlich hauptsächlich diejenigen, die die Rechtslage kennen, dass sie ihre Ansprüche aus der Haager Landkriegsordnung an eine Firma abdelegieren können, und daraus wird dann ein Wertpapier konstruiert und wird dann gehandelt, und die Gewinne aus dem Handel kommen dann denjenigen zugute. Und da gibt es eine gewisse Simone Danke, die da als Betrügerin in Erscheinung getreten ist, offenbar. Es wird jetzt immer auch an mich herangetragen, weil die Menschen mich halt für kompetent halten, diese Dinge zu beurteilen. Ich habe schon immer gesagt, dass solche Sachen aller Wahrscheinlichkeit nach Betrug sind. Aber was kann denn da schief gehen, wenn man jetzt so eine kleine Gebühr bezahlt, dann ist sie halt weg. Aber was Die kann das? Gebühr, ja gut, wenn 6.000 Menschen das machen und jeder zahlt 20 Euro, dann sind das auch schon 120.000 Euro. Und naja gut, es ist auch so, dass die auch dann die Adressen eingesammelt haben und persönliche Daten. Damit wird ja auch nochmal Handel betrieben und vielleicht auch Missbrauch, was wir gar nicht wissen. Es war ja wohl so vereinbart, dass die Unterlagen alle wieder zurückgeschickt werden, wenn die Sache zu ihrem Ende kommt. Und jetzt ist behauptet worden, diese persönlichen Unterlagen mit den persönlichen Daten seien geschreddert worden. Es ist alles sehr dubios, weil wir wissen natürlich auch, dass aus solchen Unterlagen, also allein wenn jemand unterschreibt, Das ist ein Wertpapier im Grunde. aus dieser Sache kann man Wertpapier machen, Ja. und man muss einfach damit rechnen, dass die Sachen wirklich gehandelt haben, dass vielleicht auch wirklich eine Firma im Paket sowas gekauft hat und dass da wirklich Geld geflossen ist. Aber dann werden die Leute, die das eingegangen sind, die werden dann hingehalten, und die Sache, wie das alle Betrüger machen, wird man dann ein halbes Jahr und noch ein halbes Jahr hingehalten, und am Ende stellt sich heraus, dass es eben nichts gibt. Und das wirkliche Geld haben dann eben andere Leute gemacht. Und das, Also wir haben da keine Ansprüche, oder ist es vielleicht doch, dass man die irgendwie Also es durchsetzen ist könnte? plausibel. Für mich ist es völlig plausibel. Wir haben den Anspruch, weil wir haben seit über 100 Jahren keinen Friedensvertrag. Das Versailler Diktat ist leicht nachzuweisen, dass es kein Friedensvertrag ist. Und zum Zweiten Weltkrieg gibt es auch keinen Friedensvertrag. Und also für mich ist das plausibel, dass wir diese Ansprüche haben, auch in Millionenhöhe für jeden Einzelnen. Das ist ganz klar, weil unsere Vorfahren, also ja, das führt jetzt zu weit, aber dadurch, dass wir nicht souverän sind und dadurch, dass wir hier ein fremdes Geldsystem haben, auch werden wir ständig ausgepresst. Ja? Also wenn wir im Laden Wir merken es ja. ja klar, also wenn wir im Laden irgendwas kaufen, sind 85 bis 90% Zinsen und Steuern dran, und das wird alles hier aus dem BRD-System, also aus dem Gebiet hier herausgeleitet. Und deswegen ist ja auch Deutschland Exportweltmeister, weil ja immer die Kaufkraft herausgeleitet werden wird. Die Warenwerte, die Produkte, die Genau. werden kommen aus Ausland, und wir Genau. kriegen irgendwelche Schnipsel, Richtig, wenn genau. überhaupt. Richtig, genau. Also durch diese jahrhundertelange Auspressung der deutschen Völker haben wir sicherlich einen Anspruch. Das heißt, im Falle eines Friedensvertrages, also im Ersten und Zweiten Weltkrieg, da müssten ja auch unheimlich viele Ansprüche geklärt werden. Erstens natürlich die persönlichen Opfer, die durch die alliierten Kriegsverbrechen entstanden sind. Und dann natürlich auch durch die jahrzehntelange Auspressung. Also die Ansprüche sind gigantisch, da bin ich mir ganz sicher. Aber wie wäre denn der Weg, was überhaupt möglich ist? Also wir haben ja darüber gesprochen, ja, Friedensvertrag wäre natürlich erstmal eine Bedingung, dass wir den haben. Der kann aber ja nur im Deutschen Reich geschlossen werden. Das Deutsche Reich existiert aber nicht. Könnte man den dann irgendwie schließen von uns aus, von den Menschen in Deutschland aus? Schwer. Also ich würde gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Also die Bundesrepublik Deutschland hat ja damals die DDR, die hat am Zweiten Weltkrieg nicht teilgenommen. Das heißt, die kann gar keinen Friedensvertrag unterzeichnen. Ja. Der Zweite Weltkrieg wurde geführt auf der einen Seite vom sogenannten Dritten Reich und dann auf der anderen Seite der Sowjetunion, Großbritannien, USA und so weiter, Frankreich. Und das Dritte Reich ist ja auch nicht handlungsfähig. Ja. Ist auch gut so, aber es ist nicht handlungsfähig. Das heißt, es gibt keine legitimen Vertreter des Dritten Reiches, die einen Friedensvertrag zum Zweiten Weltkrieg unterzeichnen könnten. Und wenn man zurückgeht in die Weimarer Republik, die Weimarer Republik ist auch nicht handlungsfähig, und die Weimarer Republik ist nicht rechtssubjektidentisch mit dem Kaiserreich. Das Kaiserreich ist auch nicht handlungsfähig. Und ein Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg kann ja nur zwischen Kaiserreich und meinetwegen
eigentlich dem Zarenreich, dem russischen Zarenreich auf der anderen Seite und diesen übrigen westlichen Staaten, die es gibt, geschlossen werden. Ja, und das Kaiserreich ist auch nicht handlungsfähig. Das ist ja der Trick, den die Alliierten gemacht haben. Die haben ja immer in allen Proklamationen erklärt zum Ersten Weltkrieg, dass sie mit dem Kaiser oder mit Monarchien keinen Frieden machen wollen. Jetzt war aber nach den Verfassungsgrundlagen der Kaiser der Einzige, der einen Friedensvertrag unterzeichnen konnte. Das heißt, die wussten damals schon, dass sie den Kriegszustand niemals beenden wollen, als sie gesagt haben, mit dem Kaiser machen wir keinen Frieden. Und alles, was danach kam, Weimarer Republik, Drittes Reich, BRD, DDR, sind alles Firmenkonstrukte, haben mit den ursprünglichen staatlichen Körperschaften nichts zu tun. Ja, wie können wir solche Ansprüche geltend machen? Ich meine, man sollte auf jeden Fall immer darauf hinweisen, dass wir diese Ansprüche haben, dass das einfach ins öffentliche Bewusstsein kommt. Ob es jemals einen Weg gibt, das rechtlich sauber hinzubekommen mit den Alliierten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, dass wir Deutschen da eine Entschädigung bekommen, die uns zusteht für diese massenhaften Traumatisierung und diese Auspressung, diese wirtschaftliche Auspressung. Das bleibt nur zu hoffen, aber da kann ich jetzt auch keinen konkreten Weg sagen, wie das wäre. Und auch für uns alle kein Friedensvertrag oder Verfassung oder irgendwas, was es gibt eigentlich nichts, was wir... Doch, auf der Gemeindeebene, das ist ja so. Also die Rangigkeit des Rechts oder die Rangigkeit der Rechtsebenen richtet sich nach der Nähe zum Boden. Also in den staatlichen Gemeinden liegt der höchste Rechtskreis. Also eine staatliche Gemeinde könnte auch zum Beispiel sich für autonom erklären und sagen, dass sie mit dem Königreich Preußen nichts zu tun hat, mit dem Deutschen Reich nichts zu tun hat. Das ist möglich. Also es gab ja auch mal eine Zeit, da gab es in Deutschland hunderte von einzelnen Kleinstaaten. Mhm. Und wenn wir das von unten nach oben wieder aufbauen wollen, dann kommen wir wahrscheinlich um so eine Phase nicht drum rum. Also diese staatlichen Gemeinden, die müssen aus meiner Sicht als erstes handlungsfähig gemacht werden. Und dann kann man entscheiden, wie sich das weiterentwickelt. Es gab ja auch mal eine Hanse zum Beispiel. Da haben sich einfach staatliche Gemeinden zusammengefunden und haben kooperiert und haben die Hanse gegründet. Und das war auch kein geschlossenes Territorium, sondern die waren ja verteilt. Sowas ist denkbar. Oder es gibt auch vielleicht wirklich wieder eine Reorganisation dieser Körperschaften, Königreich Preußen oder sowas. Es wird uns ja immer erzählt, die Monarchie war ganz schlecht. Aber wir haben ja zum Beispiel noch eine Monarchie, die gut funktioniert in Großbritannien. Also gut funktioniert für die Welt vielleicht nicht, aber für die, die dahinter stehen, das wird ja auch in der Presse immer sehr positiv dargestellt. Also wenn die Queen irgendwo oder umreist, dann gibt es ja ganz viele Leute, die winken. In Deutschland wird uns immer gesagt, Demokratie ist das einzig Richtige, wobei man da kann man auch lange noch drüber sprechen, was ist eigentlich Demokratie und ist die BRD demokratisch? Ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber diese alten Rechtszustände mit den Monarchien, die werden natürlich immer verunglimpft, weil man von Systemseite nicht möchte, dass da Reorganisationsbestrebungen greifen. Und es ist eine längere Sache. Es geht jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren. Und es braucht viele Menschen, die mitmachen. Deswegen machen wir immer wieder Sendungen darüber. Ja. Wir haben ja schon einige gemacht, aber die Menschen sind scheinbar zu träge. Aber der Weg über die Gemeinden, das hatten wir auch schon mal bei uns vorgestellt. Da gibt es ja auch einige, die das machen, aber eben sehr klein, klein. Und es wäre noch besser, wenn mehr Leute erkennen, dass das wäre, was man im Kleinen machen könnte, in seiner Gemeinde eben Leute suchen, die das verstehen und dann sagen, wir gründen jetzt hier die Gemeinde neu. Ist das denn möglich, wenn ich jetzt hier in einer Gemeinde Worpswede lebe, könnte ich sagen, wir gründen jetzt die freie Gemeinde Worpswede oder... Das wird ja vielfach gemacht. Vielleicht gibt es das auch in Worpswede und du weißt es noch nicht. Es gibt vielleicht Menschen, die das hier schon gemacht haben. Also diejenigen, die das machen, die gehen dann immer in die alten Archive, gucken nach den alten Gemeindegrenzen und nach der alten Gemeindeordnung. Möglichst sehr nah an 1914. Und dann würde man die einfach wieder aufleben lassen für diejenigen, die das Recht erkannt haben. Und dann ist es natürlich eine quantitative Frage. Also es ist eine Frage, wie viele Menschen machen damit. Mhm. Wenn man nur zu dritt ist, hat man nicht viel politisches Gewicht. Aber das kann sich ja ändern. Und wenn man Bürgermeister oder Ortsvorsteher ist einer staatlichen Gemeinde, und wir haben ja hier Notstand, weil die staatlichen Strukturen nicht handlungsfähig sind, dann ist man die oberste Aufsichtsbehörde für jedes Firmenkonstrukt. Und im Notstand kann man jeden heranziehen, meinetwegen gemeinnützige Dinge zu machen. Oder man kann auch Anweisungen geben. Man kann zum Beispiel sagen, man möchte hier in dieser staatlichen Gemeinde kein Rothschildsches Bankensystem haben zum Beispiel. Oder man kann eine Polizeiordnung erlassen und man kann auch BRD-Stellen anweisen, so und so zu handeln und nicht anders.
rein rechtlich gesehen ist das völlig klar. Es ist ja nur die Frage, ob die sich dran halten. Aber wenn das mehr politisches Gewicht bekommt, einfach weil mehr mitmachen, dann kann das richtig Fahrt aufnehmen und dann ist die Sache auch nicht mehr aufhaltbar, würde ich sagen. Dafür danke für die Aufklärungsarbeit und wie gesagt, das ist so ein, für mich so ein Standardwerk, was das sehr gut alles auf den Punkt bringt. Man muss sich damit beschäftigen und wir machen es hier immer wieder und irgendwann laden wir dich auch wieder ein, weil das ist ein Prozess, ist, dass immer mehr Menschen erkennen, was hier läuft. Mhm. Kann man sich an dich wenden, wenn man auch sowas vorhat mit der Gemeinde? Kannst du Menschen beraten? Oder? Ja, ich würde vorschlagen, also ich kann das selbst nicht machen, weil ich bin selbst viel unterwegs. Also ich bin im System schon so schön drin, ich habe gar keine Heimat. Also ich bin ein paar Tage in Berlin, dann bin ich im Rhein-Main-Gebiet, dann bin ich sonst woanders und ich selbst mache das nicht. Man muss ja das Fahrrad nicht immer neu erfinden. Man kann ja einfach da sich ein bisschen Rat holen und dann die Sache in die Hand nehmen. Das geht eigentlich. Ja, ich finde es auch vor allen Dingen immer wichtig, um Vernetzung, dass auch du weißt, du bist nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt. Mhm. Es gibt andere und dass man einfach da auch zusammenfindet und sagt, okay, lass doch mal gucken, dass nicht jeder das Rad neu erfindet, sondern dass wir da vorankommen. Aber du sagst selber, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, kann noch ein bisschen dauern. Aber das Bewusstsein ist wichtig. Deswegen machen wir es bei Bewusst TV immer wieder, dass wir gucken, was ist, sind die gesetzlichen Grundlagen, wo können wir uns drauf berufen, wie wird mit uns verfahren. Wir sehen, dass ganz viel Porzellan zerschlagen wird und eigentlich alles, was bei uns an Werten vorhanden ist, sonst wo landet. Ja, genau. Und man kann relativ wenig machen. Also es ist ein bisschen frustrierend. Aber deswegen müssen wir uns langsam bewegen. Wir müssen im Grunde das machen, was die Alliierten ins Potsdamer Abkommen geschrieben haben. Die haben sinngemäß reingeschrieben, naja, wir wollen die Deutschen nicht versklaven, aber wir machen es halt, wenn sie sich nicht eigenverantwortlich rechtsstaatlich organisieren. Und sich hier in der BRD quasi in dieser Kolonialverwaltung verwursten zu lassen, das ist damit, das ist dann nicht gemeint gewesen. Sondern wir müssen auf einer rechtlich sauberen Grundlage uns organisieren, staatlich. Und da bleibt nur der Rechtsstand von 1914, das ist alles dargelegt im Buch. Und das heißt, wir brauchen nicht das Fahrrad nicht unbedingt neu erfinden, sondern wir können es von dem Stand aus dann weiterentwickeln. Und es ist alles da. Wir brauchen es nur zu leben. Wir müssen uns nur dazu bekennen und brauchen es nur zu leben. Und ich danke dir für deine Ausführungen und wie gesagt nochmal der Hinweis auf dieses Standardwerk. Dr. Klaus Maurer, vielen Dank für die Ausführungen. Ja, vielen Dank auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank für die Einladung und noch alles Gute. Danke dir.